Und was auch super war, wir haben zu dieser Ausstellung hatten wir noch einen zweiten Moodle-Kurs. Es gab hier QR-Codes in den Ecken. Und wenn man auf diesen QR-Code klickte, dann gelangte man sofort in diesen Moodle-Kurs zu diesem Eintrag zu dieser Figur. Also zu dieser Stilikone. Und kriegte dann weitere Informationen. Und das hat denen natürlich auch Spaß gemacht. Das war ganz gut. Und als ich die Ausstellung abgebaut habe, ganz alleine irgendwann in den Semesterferien, da standen noch Leute davor und haben diskutiert, was das wohl ist, ein Stilikon. Das war richtig schön. Aber ich würde jetzt nicht, weil cool haben. Genau, ich kann verbieten, dass der einmal eingetragene Eintrag verändert wird. Ich kann sagen, die Einträge müssen freigeschaltet werden. Das heißt, dann müssen wir das erst angucken und absegnen, bevor das tatsächlich da eingeht und sichtbar wird. Ich kann definieren, ob die Studis die anderen, also ob ich, wenn ich da was hochlade, die anderen Einträge sehen kann. Generell, ob ich sie sehen kann, wenn ich mindestens einen Eintrag gemacht habe und so weiter und so fort. Ich kann das kommentieren. Also da gibt es recht viel Einstellung zu. Was ich das sehr, sehr schön fand, waren gerade so die Informationsmühlen bei Office. Dinge, die man halt wirklich sehr, sehr gerne liest. Teilnehmende dann geschrieben haben, der Aufwand für die Podiumsdiskussion übersteigt den Aufwand für einen Referat von Vielfaches, weil man sich das Wissen erstmal aneignen muss, dann durchverarbeiten und das Ganze dann auch noch argumentativ vertreten. Aber der Erkenntnisgewinn und auch der Interessengewinn ist halt eben auch als deutlich höher eingeschätzt worden. Also auf der einen Seite tatsächlich auch inhaltlich, also dass da auch die ein oder andere Detailfrage aus der Forschungsgruppe hängen geblieben ist. Aber auf der anderen Seite halt auch gerade das Argumentative. Also wenn man dann manche Teilnehmenden war sehr kämpferisch in den Diskussionen, und was man dann auch dagegen halten muss und dann lernt, okay, aber wenn der andere so ein bisschen lauter wird, wenn ich bei meinem Argument bleibe, dann wirkt das auch.